Schlüssel sind wirklich diese digitalen Prozesse. Digitales Design, Digital Materials, die stellen ja die Werkstoffe im Bauteil her während des Schmelzprozesses und dann wirklich die gesamten Follow-up-Prozesse digital. Aus meiner Sicht ist es besonders wichtig, dass wir robuste Produktionssysteme kriegen mit deutlich mehr Automatisierung, als das heute der Fall ist. Und das Allerwichtigste, wir müssen die Möglichkeiten in die Köpfe der Produktentwickler, der Konstrukteure und der Designer bringen. Wir sehen die Zukunft der additiven Fertigung vor allem in hybriden Prozessen. Und zwar, indem wir die Vorteile, die uns die additive Fertigung gibt, bezüglich Designfreiheit, verbinden mit den Vorteilen, die wir kennen aus den heutigen Großserientechnologien. Ich muss komplett additiv denken. Ich muss die Bauteile vollständig anders konzipieren. Ich muss die ganzen Möglichkeiten der Funktions- und Bauteileintegration mir von A bis Z durchdenken. Die Leichtbaumöglichkeit, dass ich hier Sachen auch im Inneren gestalten kann, was ich mit keinem anderen Verfahren machen kann, das muss zu meiner Kern-DNA werden. Ein schönes Beispiel ist vielleicht Klimaanlagenhersteller. Man wird vielleicht keine Klimaanlage aus dem 3D-Drucker herstellen, aber es gibt Termiten. Termiten aus dem Naturreich stehen bei 50 Grad in der Sonne, haben keine Klimaanlage und schaffen es auf 18 Grad im Termitenhügel. Das schaffen die durch ganz feine Kapillaren. Konnte man bisher nicht nachbauen. Additive Manufacturing ist im Markt angekommen. Es ist bekannt. Serie ist inzwischen ein Thema. Es sind nicht mehr nur kleine Stückzahlen. Kosten sind nach unten gegangen. Es ist inzwischen wirtschaftlich. Es wird den Markt nachhaltig verändern. Das Additive Manufacturing Forum bietet die Möglichkeit, dass man Gespräche führt, dass man gezielt auf Personen zugeht, auf Firmen zugeht, sich mit denen austauscht, über Probleme spricht und natürlich auch eine Informations- und Fachveranstaltung, wo man einfach mitbekommt, was gibt es an neuen Technologien.